Hallo und herzlich willkommen. In diesem Video lernen wir, wie man dieses sehr, sehr schöne Sommershirt häkelt, welches gar nicht so schwer ist, wie es aussieht. Es besteht aus Knospen. Ich glaube, die heißen auf Deutsch Büschelmaschen, aber ich bin mir nicht sicher. Ich nenne sie Knospen und Dreiecke. Das Muster ist teilbar durch 10 und wir haben eigentlich nur 3 Musterrunden, die wir wiederholen. Wir häkeln hier 3 Runden mit Knospen, 3 Runden mit Dreiecken und abwechselnd 3 Knospen, 3 Dreiecke, 3 Knospen, 3 Dreiecke. Und wir machen das, wie gesagt, hier abwechselnd immer. Mein Pulli hat die Größe SM. Ich habe hier eine Breite von 45 cm. Ihr könnt ihn aber in jeder beliebigen Größe häkeln. Ich bin gestartet hier mit 100 Luftmaschen und die Nadelstärke Nummer 4. Das sollte für die Größe SM, vielleicht sogar für eine L ausreichen. Und wer eine weitere Größe machen möchte, wie X oder XL, XXL, der startet mit 140 Luftmaschen, nimmt dafür aber eine kleinere Nadelstärke. Das heißt die 3,5 oder vielleicht die 3, wenn ihr ganz, ganz locker arbeitet. Und dann wechselt ihr auf die Nadelstärke, die ihr verwenden möchtet. Ich habe das Ganze hier mit 3,5 gemacht. Mir wäre es lieber mit der Vierer, das wäre lockerer gewesen, aber meine Vierernadel will nicht mehr so, wie sie soll. Und bis die neue da ist, dauert das ein bisschen. Deshalb habe ich das mit der 3,5 gemacht. Meine Knospen bestehen aus 5 Umschlägen. Wenn ihr mit einer größeren Nadel arbeitet, sollten auch 4 Umschläge reichen. Ich habe hier kurze Ärmel gemacht. Ihr könnt aber auch lange Ärmel häkeln. Ich erkläre euch, wenn wir die Ärmel häkeln, wie ihr das dann später mit den Abnahmen macht. Ja, es ist wirklich ein ganz, ganz tolles Muster. Mir persönlich gefällt es sehr, vor allem mit der Farbkombination. Ich bin ein großer Freund von Erdfarben und finde das Ganze einfach nur wirklich super, super schön. Schauen wir uns an, wie wir diesen wunderschönen Pullover häkeln. Die Wolle, die ich heute verwende, ist eine Bobble und sie ist von Bobble Eagle. An dieser Stelle erstmal ein ganz, ganz großes Dankeschön an die Susanne Jung, die mir diese Bobble zukommen ließ. Bobble Eagle ist ein Online-Shop. Den Link zum Online-Shop findet ihr wie immer unter diesem Video. Meine Bobble hier heißt Auffällig Unauffällig. Sie besteht aus 50% Baumwolle, 50% Polyacryl, hat 1000 Meter Lauflänge und ist vierfädig. Die empfohlene Nadelstärke ist ab 3,5. Ich habe meinen Pulli mit Nadel 3,5 gehäkelt und für die Bündchen habe ich Nadel Nummer 3 verwendet. Bobble Eagle ist wie gesagt ein Online-Shop. Den Link findet ihr unter dem Video. Und ich durfte mir die Farben aussuchen und muss euch ganz ehrlich sagen, es ist mir wahnsinnig schwer gefallen, mich zu entscheiden. Da sind so schöne Farbkombinationen. Also es lohnt sich auf jeden Fall, da reinzugucken und ihr werdet euch an mich erinnern. Wunderschöne Farben. Ihr könnt euch natürlich auch eure eigene Wunschbobble zusammenstellen lassen in der Laufmeterlänge, die ihr haben möchtet und auch in dreifädig, vierfädig, also je nach Wunsch. Schauen wir uns an, wie wir den Pulli häkeln. Ich nehme für den Start hier fürs Video jetzt eine hellere Farbe, damit man das besser sehen kann und starte mit 100 Luftmaschen. Diese habe ich mit Nadelstärke Nummer 4 gehäkelt und jetzt geht es weiter mit der 3,5. Die Luftmaschenkette schließe ich jetzt zu einem Kreis, indem ich ganz vorsichtig zu meiner ersten Luftmasche gehe. Wie immer achte ich darauf, dass sich die Luftmaschen nicht verdrehen und gehe zur ersten Luftmasche zurück. Ich steche in die erste Luftmasche ein und hole mir jetzt den Faden durch beide Schlingen, die ich auf der Nadel habe. Nun häkel ich 3 Luftmaschen als Ersatz für ein Stäbchen und nochmal 2 Trennungsluftmaschen. Und in der ersten Masche, in der ich die Luftmaschenkette gehäkelt habe, häkel ich noch ein Stäbchen. Somit startet meine Runde jetzt mit einem Dreieck. Die 3 Luftmaschen sind ein Stäbchen, dann 2 Luftmaschen und noch ein Stäbchen in derselben Masche.
zwei Luftmaschen. Ich überspringe die nächsten vier Luftmaschen und in der fünften häkle ich eine Knospe mit fünf Umschlägen. Ich mache den Umschlag. 1, 2, 3, 4 Luftmaschen überspringen, steche in die fünfte ein, hole den Faden durch die Masche nach vorne und ziehe diesen lang. Nun sammle ich meine Schlingen auf der Nadel. Ein zweiter Umschlag, ich steche in dieselbe Masche hinein, hole den Faden nach vorne, ziehe diesen lang. Dritter Umschlag, in die Masche einstechen, Faden nach vorne holen. Vierter Umschlag, in die Masche einstechen, Faden nach vorne holen. Und der fünfte Umschlag, in die Masche einstechen, Faden nach vorne holen. Nun hole ich den Faden durch alle Schlingen bis auf die erste. Jetzt habe ich zwei Schlingen auf der Nadel. Ich hole den Faden durch diese zwei Schlingen. Und die Knospe ist fertig. Zwei Luftmaschen und noch eine Knospe mit fünf Umschlägen in derselben Masche häkeln. Erster Umschlag, ich steche in dieselbe Masche hinein, hole den Faden nach vorne, ziehe diesen lang. Zweiter Umschlag, in die Masche einstechen, Faden nach vorne holen. Dritter Umschlag, in die Masche einstechen, Faden nach vorne holen. Vierter Umschlag, wieder in dieselbe Masche einstechen, Faden nach vorne holen. Und der fünfte Umschlag, in die Masche einstechen, den Faden nach vorne holen. Ich hole den Faden durch alle Schlingen bis auf die erste. Zwei Schlingen sind auf der Nadel, ich hole den Faden durch diese zwei Schlingen. Somit habe ich jetzt hier ein Dreieck, zwei Luftmaschen und zwei Knospen. Und das Ganze jetzt nochmal. Zwei Luftmaschen. Ich überspringe die nächsten vier Maschen und in der fünften häkle ich ein Dreieck. Also Umschlag. 1, 2, 3, 4 Maschen leer lassen, in die fünfte einstechen, ein Stäbchen häkeln. 2 Luftmaschen und in derselben Masche noch ein Stäbchen. Hoppala. Und das Dreieck ist fertig. 2 Luftmaschen. Ich überspringe die nächsten vier Maschen und in der fünften häkle ich wieder eine Knospe. Umschlag. 1, 2, 3, 4 Maschen bleiben leer. Ich steche in die fünfte hinein, hole den Faden nach vorne und ziehe diesen lang. Die Schlingen bleiben jetzt auf der Nadel. Zweiter Umschlag, in dieselbe Masche einstechen, Faden nach vorne holen, langziehen. Dritter Umschlag, in die Masche einstechen, Faden nach vorne holen. Vierter Umschlag, in die Masche einstechen, Faden nach vorne holen. Der fünfte Umschlag, in dieselbe Masche einstechen, Faden nach vorne holen. Jetzt hole ich den Faden durch alle Schlingen bis auf die erste. Zwei Schlingen sind auf der Nadel, ich hole den Faden durch diese zwei Schlingen. Die Knospe ist fertig. Zwei Luftmaschen. Und noch eine Knospe in derselben Masche. Erster Umschlag, in dieselbe Masche einstechen, Faden nach vorne holen. Zweiter Umschlag. Dritter Umschlag. Vierter Umschlag. Und der fünfte Umschlag. Ich hole den Faden durch alle Schlingen bis auf die erste. Nun hole ich den Faden durch die letzten zwei Schlingen. Und wir haben wieder ein Dreieck, zwei Luftmaschen, zwei Knospen. Machen wir das Ganze noch einmal zusammen. Zwei Luftmaschen. Die nächsten vier Maschen bleiben leer. In der fünften häkeln wir ein Dreieck. 1, 2, 3, 4. Ich steche in die fünfte Masche ein, häkel ein Stäbchen. Zwei Luftmaschen und noch ein Stäbchen in derselben Masche. Und das Dreieck ist fertig. Zwei Luftmaschen. Ich überspringe die nächsten vier Maschen. In der fünften häkle ich eine Knospe mit fünf Umschlägen.
1, 2, 3, 4, 5. Ich steche in die fünfte Masche hinein, hole den Faden nach vorne, ziehe diesen lang. Das war der erste Umschlag. Der zweite Umschlag. Der dritte Umschlag. Vierter Umschlag. Und der fünfte Umschlag. Ich hole den Faden durch alle Schlingen bis auf die erste. Nun hole ich den Faden durch die letzten zwei Schlingen. Die erste Knospe ist fertig. Zwei Luftmaschen und eine zweite Knospe in derselben Masche häkeln. Erster Umschlag, ich steche in die Masche hinein, hole den Faden nach vorne. Zweiter Umschlag, dritter Umschlag, vierter Umschlag und der fünfte Umschlag. Ich hole den Faden durch alle Schlingen bis auf die erste. Nun hole ich den Faden durch die letzten zwei Schlingen. Und das wiederholen wir jetzt abwechselnd bis zum Ende der Runde. Ich bin am Ende der Runde angekommen, welche ich gleich mit einer Kettmasche beenden werde und habe mir das Ganze jetzt wie folgt aufgeteilt. Hier ist mein Rückenteil, hier mein Vorderteil und die zwei Ärmel. Hier ist das Dreieck, mit dem ich diese Runde gestartet hatte. In der Lücke des Dreiecks habe ich einen Markierer reingesetzt. Hier finden Zunahmen statt. Dann habe ich eine, zwei, drei Knospenmotive gezählt. Das eine Motiv ist hier, dann folgt das Dreieck. Das zweite Motiv mit den Knospen, das Dreieck, das dritte Motiv mit den Knospen. Und beim nächsten Dreieck habe ich den zweiten Markierer reingesetzt. Auch hier finden Zunahmen statt. Das ist fürs Rückenteil. Dann habe ich, hier ist der Markierer, eine Knospe, ein Dreieck, eine Knospe und Dreieck. Also, nach diesem zweiten Markierer habe ich ein Motiv mit Knospen, ein zweites Motiv mit Knospen und dann beim Dreieck den dritten Markierer reingesetzt. Auch hier finden jetzt wieder Zunahmen statt. Das ist der Ärmel. Dann fürs Vorderteil wieder 1, 2, 3 Motive mit Knospen und dann folgt im Dreieck der nächste Markierer. Das ist mein Vorderteil und 1, 2 Knospen für die Ärmel. Also 3 Knospen fürs Rückenteil, 2 Knospen für einen Ärmel, 3 Knospen fürs Vorderteil und 2 Knospen für den zweiten Ärmel. Das ist für die Größe, die ich häkel. Gestartet bin ich mit 100 Luftmaschen mit Nadelstärke Nummer 4 und den Rest habe ich dann mit 3,5 gemacht. Ihr könnt aber auch mit der 4er Nadel weiterarbeiten. Ich brauche, ich glaube, ich habe es auch am Anfang des Videos erwähnt, keine sehr, sehr weite Größe. Deshalb häkel ich das Ganze mit 3,5. Wenn ihr das Ganze lockerer haben möchtet, dann könnt ihr auch mit der 4er Nadel den Pulli komplett arbeiten, bis auf die Bündchen. Das ist jetzt für die Größe, die ich mache. Wir schauen uns gleich die Aufteilung für die größeren Größen an. Hier haben wir jetzt die Aufteilung für die größeren Größen. Das heißt, meinen Pulli habe ich gestartet mit 100 Luftmaschen. Hier habe ich 140 Luftmaschen gehäkelt. Und das habe ich mit Nadelstärke 3,5 gemacht. Nicht mit der 4er Nadel wie bei der kleinen Größe, sondern mit Nadelstärke 3,5. Und hier würde ich euch empfehlen, nimmt für den kompletten Pulli bis auf die Bündchen Nadel Nummer 4. So, die Aufteilung hier ist jetzt wie folgt. Hier ist das Dreieck, mit dem ich die Runde gestartet hatte. Da ist mein erster Markierer und hier finden die Zunahmen statt. Nun habe ich 1, 2, 3, 4 Motive mit Knospen und dann folgt das Dreieck. In diesem Dreieck ist der zweite Markierer. Auch hier finden Zunahmen statt. Denn 1, 2, 3 Motive mit Knospen und dann folgt im Dreieck der nächste Markierer. Auch hier finden Zunahmen statt und das ist für den Ärmel. 1, 2, 3, 4 Motive. Hier im Dreieck ist der Markierer. Das ist für das Vorderteil. Und da, wo der Markierer ist, finden wieder Zunahmen statt. Und für den zweiten Ärmel haben wir 1, 2, 3 Motive. So, das ist jetzt ein Vorschlag. Ihr könntet natürlich einmal Zunahmen nur Rückenteil und Vorderteil machen. Aber dann würde ich, glaube ich, sagen, dass die Schultern doch etwas zu eng sein würden. Also 140 Luftmaschen für die großen Größen. Wenn euch das zu weit ist, am Ende häkeln wir noch ein Bündchen hier dran. Und durch das Bündchen zieht sich das Ganze dann noch zusammen. Schauen wir uns an, wie wir den Pulli jetzt weiter häkeln. Ich bin am Ende der Runde angekommen.
Hier sind die letzten zwei Knospen, die ich gehäkelt habe. Zwei Luftmaschen. Mustergerecht lasse ich jetzt die nächsten vier Luftmaschen leer und beende die Runde mit einer Kettenmasche in der dritten Luftmasche, mit der ich diese Runde gestartet hatte. So, in der nächsten Runde, die wir jetzt arbeiten, machen wir Zunahmen. Ich nehme erstmal meinen Markierer raus und hier ist mein Dreieck. Rechts ein Stäbchen, zwei Luftmaschen, links ein Stäbchen. Ich bin jetzt in der Masche des rechten Stäbchens. Nun häkel ich hier erstmal ein Dreieck. Also drei Luftmaschen als Ersatz für ein Stäbchen, zwei Trennungsluftmaschen und in derselben Masche des Stäbchens noch ein Stäbchen häkeln. Ich steche in dieselbe Masche hinein und häkel das Stäbchen. Und hier ist mein Dreieck. Die drei Luftmaschen zählen wir jetzt ein Stäbchen, zwei Luftmaschen, noch ein Stäbchen in derselben Masche. Ohne Luftmasche häkel ich eine Knospe in der Lücke des Dreiecks. Also der erste Umschlag, ich steche in die Lücke hinein, hole den Faden. Zweiter Umschlag, dritter Umschlag, vierter und der fünfte. Und die Knospe ist fertig. Zwei Luftmaschen und noch eine Knospe in derselben Lücke. Wieder der erste Umschlag, zweiter, dritter, vierter und der fünfte. Und ich häkel die Knospe fertig. Ohne Luftmasche gehe ich nun zum linken Stäbchen des Dreiecks. Auch hier in der Masche des linken Stäbchens ein neues Dreieck häkeln. Ein Stäbchen in der Masche, zwei Luftmaschen und noch ein Stäbchen in derselben Masche. Somit haben wir jetzt hier, hier ist unser Dreieck der letzten Runde und wir haben ein Dreieck, zwei Knospen und noch ein Dreieck. Jetzt geht's mustergerecht weiter. So, der Markierer kommt erstmal wieder zurück. Und zwar zwei Luftmaschen. Und hier haben wir Knospen. Wir häkeln neue Knospen. In der Lücke zwischen den Knospen erstmal die erste Knospe. Zwei Luftmaschen. Und noch eine Knospe in derselben Lücke. Zwei Luftmaschen. Und hier ist das Dreieck. Wir häkeln ein neues Dreieck. Ein Stäbchen in der Lücke. Zwei Luftmaschen. Noch ein Stäbchen in derselben Lücke. Zwei Luftmaschen. Hier sind die nächsten Knospen. In der Lücke häkeln wir zwei neue Knospen. Ich häkel die erste Knospe. Zwei Luftmaschen und eine zweite Knospe in derselben Lücke. Zwei Luftmaschen. Hier haben wir ein Dreieck. Wir häkeln ein neues Dreieck, also ein Stäbchen in der Lücke des Dreiecks. Zwei Luftmaschen, noch ein Stäbchen in derselben Lücke. Zwei Luftmaschen. Hier haben wir wieder Knospen, wir häkeln neue Knospen. Ich starte mit der ersten Knospe.
zwei Luftmaschen und noch eine Knospe in derselben Lücke. Zwei Luftmaschen. So, und hier haben wir das Dreieck mit dem Markierer. Hier machen wir wieder die Zunahme. Der Markierer kommt erstmal raus. In der Masche des rechten Dreiecks häkeln wir ein neues Dreieck. Also ein Stäbchen in der Masche des Stäbchens. Zwei Luftmaschen. Und noch ein Stäbchen in derselben Masche. Ohne Luftmasche in der Lücke des Dreiecks eine Knospe. Zwei Luftmaschen. Noch eine Knospe in derselben Lücke. Ohne Luftmasche in der Masche des linken Dreiecks, des linken Stäbchens, Entschuldigung, des Dreiecks. Wieder ein neues Dreieck, also steche ich in die Masche des Stäbchens hinein, häkel ein Stäbchen, zwei Luftmaschen, noch ein Stäbchen in derselben Masche. So, und die Zunahmen sind fertig. Wir haben jetzt hier, das ist das Dreieck der letzten Runde, ein Dreieck in der Masche des Stäbchens, zwei Knospen in der Lücke des Dreiecks, ein Dreieck in der Masche des zweiten Stäbchens. Und der Markierer kommt wieder zurück. So, jetzt im Muster weiterarbeiten, also zwei Luftmaschen. Hier haben wir die Knospen, wir häkeln neue Knospen. Eine Knospe, zwei Luftmaschen, eine Knospe. Dann zwei Luftmaschen, hier ist das Dreieck, wir häkeln ein neues Dreieck. Das wiederholen wir jetzt. Bis wir hier, also dann wieder hier Knospe, und wenn wir hier den Markierer erreichen, machen wir die nächste Zunahme. Dreieck in der Masche des Stäbchens, Knospe in der Lücke, zwei Luftmaschen, Knospe in der Lücke, Dreieck in der Masche des Stäbchens. Das wiederholen wir jetzt bis zum Ende der Runde. Ich bin am Ende der Runde angekommen, die letzten zwei Knospen sind gehäkelt, die zwei Luftmaschen sind gehäkelt und ich beende die Runde wieder mit einer Kettmasche in der dritten Luftmasche, mit der ich die Runde gestartet hatte. So, hier ist das Dreieck, in der Lücke des Dreiecks eine Kettmasche. Und hier startet die nächste Runde. In der Lücke dieses Dreiecks häkel ich ein neues Dreieck. Also drei Luftmaschen als Ersatz für ein Stäbchen, zwei Trennungsluftmaschen und noch ein Stäbchen in derselben Lücke. Und hier ist das neue Dreieck. Zwei Luftmaschen und ich gehe zu den Knospen. Der Markierer kommt erstmal wieder raus. Und in der Lücke der Knospen häkel ich nochmal zwei Knospen. Also die erste Knospe mit fünf Umschlägen in der Lücke. Jetzt zwei Luftmaschen und noch eine Knospe in derselben Lücke. Zwei Luftmaschen und ich gehe hier zum nächsten Dreieck. In der Lücke des Dreiecks häkel ich ein neues Dreieck. Also ein Stäbchen, zwei Luftmaschen und noch ein Stäbchen in derselben Lücke. Und so sieht das Ganze jetzt hier aus. Wir haben ein Dreieck, zwei Luftmaschen,
Knospe, zwei Luftmaschen, Knospe, zwei Luftmaschen und noch ein Dreieck. Und der Markierer kommt wieder in die Lücke der Knospen zurück. So, hier haben wir jetzt unsere Zunahmen gehäkelt. Nun geht es normal im Muster weiter. Also zwei Luftmaschen. Hier haben wir Knospen. Wir häkeln zwei neue Knospen. Hoppala. Die erste Knospe, zwei Luftmaschen und eine zweite Knospe in derselben Lücke. Zwei Luftmaschen. Hier haben wir ein Dreieck, wir häkeln ein neues Dreieck. Zwei Luftmaschen und es geht weiter. Hier haben wir Knospen, wir häkeln zwei neue Knospen, dann wieder zwei Luftmaschen, ein Dreieck, zwei Luftmaschen, die Knospen. Und dann machen wir gemeinsam hier die Zunahmen wieder. Ich habe den nächsten Markierer erreicht und hier hatten wir in der letzten Runde die Zunahmen gehäkelt. Hier sind die zwei Knospen, zwei Luftmaschen habe ich gehäkelt. Ich gehe in die Lücke des Dreiecks und häkel ein neues Dreieck. Ein Stäbchen, zwei Luftmaschen, noch ein Stäbchen in derselben Lücke. Jetzt zwei Luftmaschen und ich gehe zu den Knospen. Der Markierer kommt erstmal wieder raus. In der Lücke der Knospen häkeln wir zwei neue Knospen. Die erste Knospe, zwei Luftmaschen und jetzt eine zweite Knospe in derselben Lücke. Beide Knospen sind gehäkelt. Zwei Luftmaschen und ich gehe hier zum nächsten Dreieck. In der Lücke des Dreiecks ein neues Dreieck häkeln. Ein Stäbchen, zwei Luftmaschen, noch ein Stäbchen in derselben Lücke. Und so sieht es jetzt aus. Der Markierer kommt wieder zurück in die Lücke zwischen den Knospen. Und wir arbeiten jetzt ganz normal im Muster weiter. Zwei Luftmaschen, da wo wir die Knospen haben, häkeln wir neue Knospen. Zwei Luftmaschen, da wo wir die Dreiecke haben, häkeln wir Dreiecke. Dann erreichen wir den nächsten Markierer und auch hier in der Lücke des Dreiecks ein neues Dreieck. Dann zwei Luftmaschen, in der Lücke der Knospen zwei neue Knospen, also Knospe, zwei Luftmaschen, Knospe in der Lücke. Zwei Luftmaschen, in der Lücke des Dreiecks ein neues Dreieck und dann mustergerecht bis zum Ende der Runde wiederholen. Ich bin am Ende der Runde angekommen, die letzten zwei Knospen sind gehäkelt, die zwei Luftmaschen sind gehäkelt und ich beende die Runde wieder mit einer Kettmasche in der dritten Luftmasche. So, wir haben jetzt hier drei Runden mit Knospen gehäkelt und diese drei Runden hatten wir mit Dreiecken gestartet. Hier ist das erste Dreieck, das zweite und das dritte. Jetzt arbeiten wir versetzt. Nun werden wir drei Runden häkeln, in denen wir mit Knospen starten. Und das machen wir wie folgt. Erstmal in der Lücke des Dreiecks eine Kettmasche und somit startet die Runde hier in der Lücke. Ich ziehe meine Schlinge etwas länger und häkel die Knospe mit fünf Umschlägen. Der erste Umschlag, der zweite, dritte, vierte und der fünfte. Jetzt am Anfang der Runde hole ich den Faden durch alle Schlingen und eine Luftmasche, um das Ganze abzusichern. Und jetzt geht es ganz normal weiter. Zwei Luftmaschen
und eine zweite Knospe in der Lücke des Dreiecks. Die zwei Knospen sind fertig. Zwei Luftmaschen und ich gehe hier zu den Knospen. Da wir versetzt arbeiten, häkeln wir jetzt hier in der Lücke ein Dreieck. Also in der Lücke zwischen den Knospen ein Stäbchen, zwei Luftmaschen und noch ein Stäbchen in derselben Lücke. So, jetzt kommt erstmal der Markierer wieder in die Lücke des Dreiecks diesmal rein. Zwei Luftmaschen. Hier haben wir ein Dreieck. In der Lücke des Dreiecks häkeln wir Knospen. Die erste Knospe, zwei Luftmaschen und eine zweite Knospe in derselben Lücke. Zwei Luftmaschen, in der Lücke der Knospen ein Dreieck. Zwei Luftmaschen, in der Lücke des Dreiecks häkeln wir wieder die Knospen. Also wir arbeiten versetzt, da wo wir jetzt Dreiecke haben, häkeln wir Knospen. Da wo wir Knospen haben, häkeln wir Dreiecke, bis wir hier den nächsten Markierer erreichen. Ich habe den Markierer erreicht. Hier sind die Knospen. In der Lücke der Knospen habe ich ein Dreieck gehäkelt, zwei Luftmaschen. Und jetzt geht es im Muster nochmal weiter. Hier haben wir ein Dreieck, also häkeln wir in der Lücke des Dreiecks Knospen. Ich starte mit der ersten Knospe. Zwei Luftmaschen und nochmal eine Knospe in derselben Lücke. Das, was die ganze Zeit klappert, sind die Markierer. So, und die zwei Knospen sind fertig. Zwei Luftmaschen. Und hier haben wir die Knospen der letzten Runde. Ich nehme den Markierer erstmal raus und in der Lücke der Knospen häkle ich jetzt wieder ein Dreieck. Und der Markierer kommt wieder zurück. Zwei Luftmaschen. Hier haben wir ein Dreieck, wir häkeln Knospen. Die erste Knospe, zwei Luftmaschen und eine zweite Knospe in derselben Lücke. Zwei Luftmaschen und es geht normal im Muster weiter. Da, wo wir Knospen haben, häkeln wir Dreiecke. Da, wo wir Dreiecke haben, häkeln wir Knospen. Ich bin am Ende der Runde angekommen. Das letzte Dreieck ist gehäkelt, zwei Luftmaschen sind gehäkelt und ich beende die Runde mit einer Kettmasche in der Masche, die die Knospe hier zusammenhält. Ich steche hier in die Masche hinein und häkel die Kettmasche. In der Lücke zwischen den Knospen eine Kettmasche und hier starten wir die nächste Runde. Auch diese Runde startet mit den Knospen. Ich ziehe die Schlinge etwas länger, mache den ersten Umschlag, mache den zweiten Umschlag, dritter Umschlag, vierter
und der fünfte. Nun hole ich den Faden durch alle Schlingen, die auf der Nadel sind, und eine Luftmasche, um das Ganze abzusichern. Und jetzt geht's nochmal weiter. Zwei Luftmaschen und noch eine Knospe in derselben Lücke. Die zwei Knospen sind fertig. Zwei Luftmaschen. Und hier ist jetzt wieder der Markierer. Ich nehme den Markierer wieder erstmal raus. Und hier haben wir jetzt ein Dreieck. In der vorletzten Runde hatten wir Knospen, in der letzten Runde hatten wir Knospen und hier das Dreieck. Und beim Dreieck machen wir wieder die Zunahmen. Also in der Masche des rechten Stäbchens ein Dreieck, ein Stäbchen in der Masche, zwei Luftmaschen, noch ein Stäbchen in derselben Masche. Ohne Luftmasche gehe ich in die Lücke des Dreiecks und häkel eine Knospe. Zwei Luftmaschen und noch eine Knospe in derselben Lücke. Okay, ich mache das jetzt so, sonst klappern die Markierer die ganze Zeit. So, die zwei Knospen in der Lücke des Dreiecks sind gehäkelt. Ohne Luftmasche häkel ich ein Dreieck in der Masche des Stäbchens. Also ein Stäbchen in der Masche, zwei Luftmaschen und noch ein Stäbchen in derselben Masche. Und unsere Zunahmen sind gehäkelt. Hier ist das Dreieck der letzten Runde. Im rechten Stäbchen haben wir ein neues Dreieck gehäkelt, in der Lücke die zwei Knospen, im linken Stäbchen wieder ein neues Dreieck. Und jetzt kommt der Markierer wieder zurück in die Lücke zwischen den Knospen. Und nun geht es ganz normal im Muster weiter. Zwei Luftmaschen. Hier haben wir Knospen, wir häkeln neue Knospen. Die erste, zwei Luftmaschen und eine zweite Knospe in derselben Lücke. Zwei Luftmaschen. Hier haben wir Dreieck, also häkeln wir ein neues Dreieck. Wir arbeiten ganz normal im Muster weiter. Bis wir den nächsten Markierer erreichen. Und dort machen wir gemeinsam noch einmal die Zunahmen. Ich habe den Markierer erreicht. Hier sind die zwei Knospen. Zwei Luftmaschen habe ich gehäkelt. Jetzt kommt der Markierer erstmal wieder raus. Und hier mache ich die nächsten Zunahmen. In der Masche des rechten Stäbchens vom Dreieck häkel ich ein neues Dreieck. Also ein Stäbchen in der Masche. Zwei Luftmaschen, noch ein Stäbchen in derselben Masche. Und das Dreieck ist gehäkelt. Ohne Luftmasche gehe ich jetzt in die Lücke des Dreiecks und häkel eine Knospe. Zwei Luftmaschen und noch eine Knospe in derselben Lücke. Ohne Luftmasche gehe ich zum linken Stäbchen des Dreiecks und häkel auch hier ein neues Dreieck. Ich steche in die Masche des Stäbchens ein,
Häkel ein Stäbchen, zwei Luftmaschen und noch ein Stäbchen in derselben Masche. Und unsere Zunahmen sind fertig. Und der Markierer kommt wieder in die Lücke zwischen den Knospen. So, jetzt arbeiten wir wieder ganz normal weiter. Zwei Luftmaschen. Hier haben wir Knospen. Wir häkeln neue Knospen. Die erste Knospe. Zwei Luftmaschen und eine zweite Knospe in derselben Lücke. Zwei Luftmaschen. Hier haben wir ein Dreieck, wir häkeln ein neues Dreieck. Ein Stäbchen, zwei Luftmaschen, ein Stäbchen in der Lücke. Und wir arbeiten im Muster weiter. Jetzt wieder zwei Luftmaschen, hier haben wir Knospen, wir häkeln die Knospen. Zwei Luftmaschen, da wo das Dreieck ist, häkeln wir ein Dreieck. Das machen wir, bis wir den nächsten Markierer erreichen. Und wenn wir hier beim Markierer sind, hier ist das Dreieck, ein neues Dreieck in der Masche des rechten Stäbchens. Ohne Luftmasche eine Knospe in der Lücke des Dreiecks, zwei Luftmaschen, noch eine Knospe in der Lücke, ohne Luftmasche ein Dreieck in der Masche des linken Stäbchens. Das wiederholen wir jetzt bis zum Ende der Runde. Ich bin am Ende der Runde angekommen, das letzte Dreieck ist gehäkelt, die zwei Luftmaschen sind gehäkelt und ich beende die Runde wieder mit einer Kettmasche in der Masche der Knospe. Eine Kettmasche in der Lücke zwischen den Knospen und wir starten auch die nächste Runde jetzt mit Knospen. Also ziehe ich die Schlinge wieder etwas länger und häkel die erste Knospe. Und die zweite Knospe in derselben Lücke. Zwei Luftmaschen und hier ist mein Markierer. Hier haben wir die Zunahmen gehäkelt in der letzten Runde. Der Markierer kommt raus. Hier ist das Dreieck. Ich häkel in der Lücke des Dreiecks ein neues Dreieck. Zwei Luftmaschen. Hier haben wir die Knospen. In der Lücke häkeln wir zwei neue Knospen. Die erste Knospe, zwei Luftmaschen und eine zweite Knospe in derselben Lücke. Zwei Luftmaschen. Hier haben wir ein Dreieck, wir häkeln ein neues Dreieck. Wir arbeiten in der Reihenfolge unseres Musters ganz normal weiter. So, jetzt kommt erstmal der Markierer wieder rein in der Lücke zwischen den Knospen. Und wir arbeiten unser Muster. Zwei Luftmaschen. Hier haben wir eine Knospe oder ein Motiv mit Knospen. Wir häkeln neue Knospen. Eine Knospe, zwei Luftmaschen und eine zweite Knospe in derselben Lücke. Zwei Luftmaschen.
Hier haben wir ein Dreieck, wir häkeln ein neues Dreieck. So, jetzt wieder zwei Luftmaschen, da wo wir Knospen haben, häkeln wir Knospen. Zwei Luftmaschen, da wo wir Dreiecke haben, häkeln wir Dreiecke. Dann kommen wir hier wieder mal im Markierer rein. Vor dem Markierer haben wir die Knospen, zwei Luftmaschen. Im Dreieck ein neues Dreieck, zwei Luftmaschen. In der Lücke zwischen den Knospen zwei neue Knospen. Dann zwei Luftmaschen, ein Dreieck in der Lücke des Dreiecks. Wir arbeiten unser Muster ganz normal weiter bis zum Ende der Runde. Ich bin am Ende der Runde angekommen. Mein letztes Dreieck ist gehäkelt, die zwei Luftmaschen sind gehäkelt und ich beende die Runde wieder mit einer Kettmasche in der Masche der ersten Knospe. Und auch in der Lücke zwischen den Knospen eine Kettmasche. So, jetzt haben wir hier Folgendes. Die ersten drei Runden hatten wir mit Dreiecken gestartet. Diese drei Runden, die wir jetzt gehäkelt haben, hatten wir mit Knospen gestartet. Also arbeiten wir wieder versetzt und starten die nächsten drei Runden mit Dreiecken. Das heißt, drei Luftmaschen als Ersatz für ein Stäbchen, zwei Trennungsluftmaschen und noch ein Stäbchen in der Lücke. So, da wo die Knospen sind, haben wir jetzt ein Dreieck. Zwei Luftmaschen. Hier haben wir ein Dreieck. In der Lücke des Dreiecks häkeln wir jetzt Knospen. Ich häkel die erste Knospe. Zwei Luftmaschen und eine zweite Knospe in derselben Lücke. Zwei Luftmaschen. Hier ist mein Markierer und hier haben wir jetzt die Knospen. Ich nehme den Markierer erstmal raus und in der Lücke zwischen den Knospen häkel ich jetzt ein Dreieck. Also ein Stäbchen, zwei Luftmaschen, noch ein Stäbchen in derselben Lücke. Und der Markierer kommt wieder zurück in die Lücke des Dreiecks. Zwei Luftmaschen. Hier haben wir ein Dreieck, also häkeln wir jetzt Knospen. Die erste Knospe, zwei Luftmaschen. Und eine zweite Knospe in derselben Lücke. So, und das machen wir jetzt bis zum Ende der Runde. Da, wo wir Knospen haben, häkeln wir Dreiecke. Da, wo wir Dreiecke haben, häkeln wir Knospen. Und hier seht ihr jetzt, das sind unsere Zunahmen. Wir haben in dieser Runde ein Dreieck in der Lücke der Knospen gehäkelt. Das heißt, in der nächsten Runde machen wir dann wieder Zunahmen. Immer wenn wir hier die Dreiecke haben, häkeln wir Zunahmen. Und das ergibt sich automatisch durch das Versetzthäkeln. Hier unten ist ein Dreieck und da hatten wir die Zunahmen gehäkelt. Wir haben eine Runde Knospen, zwei Runden Knospen. In der dritten Runde haben wir dann wieder automatisch hier durch das Versetzthäkeln ein Dreieck. Also haben wir in der nächsten Runde wieder hier die Zunahmen gehäkelt. Hier ist eine Knospe, hier die nächste Knospe. Also die Motive. Ein Motiv mit Knospen, das zweite Motiv mit Knospen. Und in dieser Runde haben wir wieder ein Dreieck gehäkelt. In der nächsten Runde folgen dann wieder die Zunahmen. Ich häkel diese Runde jetzt nochmal fertig. Da machen wir einmal Zunahmen noch zusammen. Und ich denke, dann solltet ihr alle das Prinzip raus haben, denn es leitet uns eigentlich ganz von alleine. Ich mache die Runde fertig und dann machen wir die nächste Zunahme. Ich bin am Ende der Runde angekommen, habe die zwei Knospen gehäkelt, die zwei Luftmaschen und beende die Runde mit einer Kettmasche in der dritten Luftmasche, mit der ich diese Runde gestartet hatte. Und eine Kettmasche in der Lücke.
Und hier startet die nächste Runde. Diese starten wir wieder mit einem Dreieck. Also drei Luftmaschen als Ersatz für ein Stäbchen, zwei Trennungsluftmaschen und noch ein Stäbchen in der Lücke. Zwei Luftmaschen. Hier haben wir Knospen. Wir häkeln neue Knospen in der Lücke. Ich häkel die erste Knospe. Zwei Luftmaschen und noch eine Knospe in derselben Lücke. Zwei Luftmaschen. So, und hier ist das Dreieck mit dem Markierer. Hier machen wir jetzt wieder Zunahmen. Also in der Masche des rechten Stäbchens vom Dreieck ein neues Dreieck. Stäbchen, zwei Luftmaschen, Stäbchen in derselben Masche. Ohne Luftmasche in der Lücke des Dreiecks eine Knospe. Jetzt zwei Luftmaschen und noch eine Knospe in derselben Lücke. Ohne Luftmasche gehe ich jetzt zum linken Stäbchen des Dreiecks und häkel ein neues Dreieck. Ein Stäbchen, zwei Luftmaschen, noch ein Stäbchen in derselben Masche. So, und ab jetzt mustergerecht weiter. Da, wo wir Knospen haben, häkeln wir Knospen. Da, wo wir Dreiecke haben, häkeln wir Dreiecke, bis wir hier den nächsten Markierer erreichen. Und dann folgen hier wieder die Zunahmen. Hier ist das Dreieck, in der Masche des rechten Stäbchens ein Dreieck, ohne Luftmasche Knospe in der Lücke, zwei Luftmaschen, noch eine Knospe in der Lücke, ohne Luftmasche ein Dreieck in der Masche des linken Stäbchens. Also wir machen quasi das, was wir bis jetzt auch gemacht haben. So, hier haben wir jetzt unsere Zunahme gehäkelt. Das ist die zweite Runde mit dem Dreieck. So, hier ist die Zunahme, das Dreieck, Knospe, Dreieck. Also ist das hier die erste Knospe, so wie hier und so wie hier, die erste Knospe. Die nächste Runde starten wir wieder mit dem Dreieck. Das ist dann die dritte Runde mit dem Dreieck, die wir starten. Dann haben wir Dreieck, Knospe, Dreieck, Knospe, Dreieck. Also ist das dann die zweite Runde mit der Knospe. Wenn wir diese Runde fertig haben, haben wir drei Runden gehäkelt mit Dreiecken, also arbeiten wir wieder versetzt. Dann folgen drei Runden mit Knospen. Die erste Runde mit der Knospe, dann da, wo jetzt hier die Knospen sind, folgt ein Dreieck, da wir versetzt arbeiten. Hier, wo das Dreieck ist, folgt eine Knospe und da, wo die Knospe ist, kommt wieder ein Dreieck und das ist dann wieder unsere nächste Zunahme. Es wiederholt sich hier. Glaubt mir, es ist super, super einfach. Es leitet uns eigentlich ganz von alleine. Und wir wiederholen das Ganze jetzt, bis wir die Achselhöhe erreicht haben, bis wir dort angekommen sind, wo wir unsere Armausschnitte formen möchten. Und das sieht schon mal sehr, sehr schön aus. Ne? Ich mag das auch hier sehr gerne. Da, wo wir die Zunahmen machen, es entsteht ein wunderschönes Muster. Ich häkel jetzt erstmal weiter, bis ich dort angekommen bin, wo ich meine Armausschnitte formen möchte. Und dann schauen wir, wie es weitergeht. Ich habe die Stelle erreicht, an der ich jetzt meine Armausschnitte formen möchte. Ich habe meine letzte Runde mit einer Kettmasche beendet und den Faden abgeschnitten. Die letzte Runde, die ich hier gehäkelt habe, ist die Runde mit den Dreiecken bei den Zunahmen. Das heißt, wir hatten ja hier die Zunahmen gehäkelt und dann immer ein Dreieck und dann eins, zwei Knospen. Wieder ein Dreieck, eins, zwei Knospen. Dreieck, eins, zwei Knospen und hier das Dreieck. Hier in der Lücke des Dreiecks ist mein Markierer. Vor diesem Dreieck habe ich die zwei Knospen und in der Lücke
Zwischen diesen zwei Knospen startet meine nächste Runde. Ich hole mir jetzt erstmal die Schlinge durch die Lücke. Eine Luftmasche und ich häkel ganz normal die Knospen. Also ich ziehe die Schlinge etwas länger und mache eine Knospe mit 5 Umschlägen. Das ist der erste Umschlag, der zweite, der dritte, vierte und der fünfte. Ich hole den Faden durch alle Schlingen, eine Luftmasche, um das Ganze abzusichern und nochmal 2 Luftmaschen und eine zweite Knospe in derselben Lücke. Erster Umschlag, zweiter, dritter, vierter und der fünfte. Die 2 Knospen sind fertig, 2 Luftmaschen. Ich gehe zum Dreieck. In der Lücke des Dreiecks häkle ich ein neues Dreieck. Das heißt, ich arbeite jetzt ganz normal das Muster. Ein Stäbchen, 2 Luftmaschen, ein Stäbchen, 2 Luftmaschen. Hier sind die nächsten Knospen. In der Lücke häkle ich 2 neue Knospen. Die erste, 2 Luftmaschen und jetzt die zweite Knospe in derselben Lücke. Zwei Luftmaschen, hier ist das Dreieck, ich häkele ein neues Dreieck und ich arbeite im Muster weiter, bis ich hier den nächsten Markierer erreicht habe. Ich habe den Markierer erreicht. Hinter dem Markierer habe ich die 2 Knospen gehäkelt, 2 Luftmaschen. Und hier möchte ich nun meinen ersten Armausschnitt formen. Erstmal nehme ich den Markierer raus. Ich steche in die Lücke des Dreiecks ein und häkle ein neues Dreieck. Zwei Luftmaschen. So, und hier ist das Dreieck, das ich gerade gehäkelt habe. Und eine Runde tiefer haben wir noch ein Dreieck. Das rechte Stäbchen des Dreiecks, das linke Stäbchen des Dreiecks. In der Masche des linken Stäbchens häkle ich eine Knospe. Das heißt, hier ist mein Dreieck, welches ich gerade gehäkelt habe. Eine Runde tiefer haben wir hier das Dreieck. In der Masche des Stäbchens eine Knospe. Der erste Umschlag, ich steche in die Masche ein, hole den Faden nach vorne. Zweiter Umschlag, dritter, vierter und der fünfte. Und ich häkle meine Knospe fertig und 2 Luftmaschen. So, jetzt überspringe ich hier alle Motive des Musters und gehe zum nächsten Markierer. Hier ist das Dreieck, in der Lücke des Dreiecks der Markierer. Ich nehme erstmal den Markierer raus. Und hier häkle ich in der Masche des rechten Stäbchens vom Dreieck auch eine Knospe. Also Umschlag, ich steche in die Masche des Stäbchens ein, hole den Faden nach vorne, der zweite Umschlag, dritter Umschlag, vierter Umschlag und der fünfte. Und ich häkle die Knospe
fertig. Und hier ist unser Armausschnitt entstanden. Zwei Luftmaschen und in der Lücke des Dreiecks häkel ich ein neues Dreieck. So, jetzt arbeite ich ganz normal im Muster weiter. Zwei Luftmaschen, hier sind die Knospen. In der Lücke häkel ich zwei neue Knospen. Die erste Knospe. Zwei Luftmaschen und eine zweite Knospe in derselben Lücke. Zwei Luftmaschen. Ich gehe zum Dreieck und häkle in der Lücke ein neues Dreieck. Zwei Luftmaschen, in der Lücke der Knospen neue Knospen und ich arbeite das Muster weiter, bis ich hier beim nächsten Markierer angekommen bin. Ich bin beim Markierer angekommen und hier forme ich jetzt den zweiten Armausschnitt. Die zwei Knospen sind gehäkelt, die zwei Luftmaschen sind gehäkelt. Nun nehme ich erstmal den Markierer raus. Und häkel in der Lücke des Dreiecks ein neues Dreieck. Also ein Stäbchen, zwei Luftmaschen und noch ein Stäbchen in der Lücke. Zwei Luftmaschen. In der Masche des Stäbchens, hier haben wir wieder das Dreieck, welches wir gerade gehäkelt haben, eine Runde tiefer, noch ein Dreieck. Hier sind wir eine Runde tiefer. Rechtes Stäbchen, linkes Stäbchen. In der Masche des linken Stäbchens häkel ich wieder eine Knospe mit 5 Umschlägen. Der erste Umschlag, ich steche in die Masche des Stäbchens ein und hole den Faden nach vorne. Zweiter Umschlag, dritter Umschlag, vierter Umschlag und der fünfte Umschlag. Und ich häkel die Knospe. Fertig. Zwei Luftmaschen. Nun überspringe ich alle Motive des Musters und gehe zum nächsten Markierer hier. Ich lege mir das Ganze zurecht. Der Markierer ist im Dreieck, den nehme ich wieder raus. So, hier ist das Dreieck. Rechtes Stäbchen, linkes Stäbchen. In der Masche des rechten Stäbchens häkel ich erstmal eine Knospe. Ich steche in die Masche hinein, hole den Faden nach vorne und häkel die Knospe fertig. So, und der Armausschnitt ist geformt. Zwei Luftmaschen, in der Lücke des Dreiecks ein neues Dreieck. Zwei Luftmaschen und ich beende die Runde mit einer Kettmasche in der Masche der Knospe. Hier ist die Masche, die die Knospe zusammenhält. Ich steche in diese Masche hinein und häkel hier die Kettmasche. So, unsere Armausschnitte sind beide geformt. Wir starten jetzt die nächste Runde. Erstmal häkel ich in der Lücke eine Kettmasche und zwei Knospen in der Lücke. Also ziehe ich erstmal die Schlinge lang, mache den ersten Umschlag, steche in die Lücke hinein und häkel die erste Knospe mit 5 Umschlägen fertig. Ich hole den Faden durch alle Schlingen, eine Luftmasche, um das Ganze abzusichern, und zwei Luftmaschen. Und eine zweite Knospe in derselben Lücke.
zwei Luftmaschen. Hier habe ich das Dreieck. Ich häkle in der Lücke ein neues Dreieck. Ich arbeite jetzt das Muster ganz normal weiter, bis ich hier beim ersten Armausschnitt angekommen bin. Ich habe den Armausschnitt erreicht. Hier habe ich die zwei Knospen gehäkelt, zwei Luftmaschen, in der Lücke des Dreiecks ein neues Dreieck. Jetzt häkel ich zwei Luftmaschen. So, hier in der Lücke des Dreiecks habe ich ein neues Dreieck gehäkelt. Dann haben wir zwei Luftmaschen, eine Knospe. Diese zwei Luftmaschen und die Knospe überspringe ich und gehe direkt in die große Lücke hinein und häkel hier erstmal eine Knospe. Also Umschlag, ich steche in die große Lücke hinein, häkel eine Knospe mit 5 Umschlägen. Zwei Luftmaschen und noch eine Knospe in der großen Lücke. Somit habe ich Knospe, zwei Luftmaschen, Knospe. Zwei Luftmaschen. Ich überspringe die Knospe und gehe zum Dreieck. In der Lücke des Dreiecks ein neues Dreieck. Und somit geht unser Muster jetzt hier auf. Wir haben die Knospen, das Dreieck, wieder Knospen, Dreieck. Und diese zwei Knospen hier unten, welche wir einzeln gehäkelt haben beim Armausschnitt, werden sich nachher zusammenformen, wenn wir den Ärmel häkeln. Und wer keinen Ärmel häkelt, kann sich diese hier unten dann zusammennähen. Es geht ganz normal im Muster weiter. Also wieder zwei Luftmaschen. Hier sind die Knospen. Ich häkel zwei neue Knospen in der Lücke. Zwei Luftmaschen. Da ist das Dreieck ein neues Dreieck. Wir arbeiten mustergerecht weiter, bis wir den nächsten Armausschnitt erreichen. Ich bin beim zweiten Armausschnitt angekommen. Hier habe ich wieder in der Lücke des Dreiecks ein neues Dreieck gehäkelt, zwei Luftmaschen. Nun überspringe ich die Knospe und in der großen Lücke häkele ich eine neue Knospe mit 5 Umschlägen. Ich steche in die große Lücke hinein, häkel eine Knospe. Zwei Luftmaschen und noch eine Knospe in der großen Lücke. Zwei Luftmaschen. Ich überspringe die Knospe und gehe zum Dreieck. In der Lücke des Dreiecks ein neues Dreieck. Und somit geht auch hier unser Muster richtig auf. Zwei Luftmaschen. Und ich beende die Runde mit einer Kettmasche in der Masche, die die Knospe zusammenhält. Die Armausschnitte sind jetzt geformt. Das bedeutet, dass wir ab jetzt in Runden ganz normal unser Muster weiterarbeiten, aber ohne Zunahmen. Das Einzige, worauf wir jetzt achten, ist, dass wir das Muster wieder versetzt arbeiten. Das heißt, ich habe jetzt hier 1, 2, 3 Runden mit Knospen gehäkelt und 1, 2, 3 Runden mit Dreiecken. Nun arbeite ich das Muster wieder versetzt. Da, wo die Knospen sind, häkel ich 3 Runden mit Dreiecken. Da, wo die Dreiecke sind, 3 Runden mit Knospen. Also startet jetzt die nächste Runde mit einem Dreieck.
In der Lücke zwischen den Knospen eine Kettmasche und ich starte mit 3 Luftmaschen als Ersatz für ein Stäbchen, 2 Trennungsluftmaschen und noch ein Stäbchen in der Lücke. So, das ist das Dreieck. 2 Luftmaschen. Hier habe ich ein Dreieck. In der Lücke des Dreiecks häkle ich jetzt Knospen. Eine Knospe mit 5 Umschlägen. Zwei Luftmaschen. Noch eine Knospe mit 5 Umschlägen. Wir arbeiten unser Muster ganz normal weiter. Jetzt immer abwechselnd, da wo die Knospen sind, ein Dreieck häkeln, da wo das Dreieck ist, die Knospen häkeln. Wenn wir am Ende der Runde angekommen sind, beenden wir die Runde mit einer Kettmasche, starten die nächste Runde mit einem Dreieck, auch die übernächste Runde mit einem Dreieck und dann wechseln wir wieder. Dann folgen die Knospen. Das machen wir jetzt, bis wir die gewünschte Länge unseres Pullis erreicht haben. Wenn ich meine Länge erreicht habe, häkle ich noch ein kleines Bündchen dran. Ich häkle das Ganze jetzt erstmal ein bisschen weiter und dann schauen wir, wie es weitergeht. Ich habe die Länge erreicht, die ich für meinen Pulli haben möchte. Und als Abschluss häkle ich jetzt noch ein kleines Bündchen dran. Mit Reliefstäbchen abwechselnd von vorne und von hinten eingestochen. Dafür wechsle ich erstmal die Nadel und nehme die Nummer 3, damit das Bündchen etwas fester wird. So, und wir starten mit einer Runde Stäbchen. Hier ist das Ende meiner Runde. Ich hatte die Runde mit einer Kettmasche beendet. Ich häkel jetzt noch in der Lücke eine Kettmasche und starte hier in der Lücke meine Runde. 3 Luftmaschen als Ersatz für ein Stäbchen. Ich habe jetzt hier ein Dreieck. Also das Stäbchen rechts, das Stäbchen links. In der Lücke habe ich 3 Luftmaschen gehäkelt. Als Ersatz für ein Stäbchen. Jetzt gehe ich hier zum linken Stäbchen und häkel in der Masche des Stäbchens ein neues Stäbchen. In der großen Lücke ein Stäbchen. Hier sind die Knospen. In der Masche der ersten Knospe ein Stäbchen. In der Lücke zwischen den Knospen ein Stäbchen. In der Masche der zweiten Knospe ein Stäbchen. Und wieder, hier ist die große Lücke, ein Stäbchen in der Lücke. Hier ist das nächste Dreieck, in der Masche des rechten Stäbchens ein neues Stäbchen. In der Lücke zwischen den Stäbchen ein Stäbchen. In der Masche des linken Stäbchens vom Dreieck ein Stäbchen. Und das wiederhole ich jetzt bis zum Ende der Runde. In der großen Lücke ein Stäbchen. In der Masche der ersten Knospe ein Stäbchen. In der Lücke zwischen den Knospen ein Stäbchen. In der Masche der zweiten Knospe ein Stäbchen. In der Lücke ein Stäbchen. Hier ist das Dreieck. In der Masche des rechten Stäbchens ein neues Stäbchen. In der Lücke zwischen den Stäbchen ein Stäbchen. In der Masche des linken Stäbchens ein Stäbchen. Bis zum Ende der Runde. Wiederholen. Ich bin am Ende der Runde angekommen, habe in jede Masche und in jeder Lücke ein Stäbchen gehäkelt und beende die Runde jetzt mit einer Kettmasche in der dritten Luftmasche, mit der ich die Runde gestartet hatte. 1, 2, 3. Ich steche in die dritte Luftmasche ein und häkel die Kettmasche.
und die Runde ist fertig. Nun starte ich mit Reliefstäbchen von vorne und von hinten abwechselnd eingestochen. Und das mache ich jetzt erstmal wie folgt. Hier ist meine Kettmasche in der Masche des Stäbchens. Nun steche ich in die Lücke hinter diesem Stäbchen, in der die Kettmasche ist, ein, bin unter dem Stäbchen und komme in der nächsten Lücke raus, hole den Faden durch beide Lücken nach vorne und häkel eine Kettmasche. Drei Luftmaschen. Und wir zählen das jetzt als ein Reliefstäbchen von vorne eingestochen. Nun ein Reliefstäbchen von hinten eingestochen. Ich steche von hinten in die Lücke ein, gehe durch die nächste Lücke, hole den Faden durch die zweite Lücke, nun durch die erste Lücke und meine Nadel befindet sich im hinteren Teil meiner Arbeit und ich häkel das Reliefstäbchen fertig. Und jetzt wieder ein Reliefstäbchen von vorne eingestochen und ein Reliefstäbchen von hinten eingestochen. Und wieder ein Reliefstäbchen von vorne und ein Reliefstäbchen von hinten. Ein Reliefstäbchen von vorne. Ein Reliefstäbchen von hinten. Und das wiederhole ich jetzt bis zum Ende der Runde. Immer ein Reliefstäbchen von vorne, ein Reliefstäbchen von hinten. Ich bin am Ende der Runde angekommen. Mein letztes Stäbchen ist ein Reliefstäbchen von hinten eingestochen. Und ich beende die Runde mit einer Kettmasche in der dritten Luftmasche, mit der ich die Runde gestartet hatte. So, und die Runde ist fertig. Jetzt wieder eine Runde mit Reliefstäbchen von vorne und von hinten eingestochen. Und ich starte genauso, wie ich es bei der letzten Runde gemacht habe. Also steche ich wieder von vorne in die Lücke ein, komme durch die nächste Lücke raus, hole den Faden durch beide Lücken nach vorne und häkel eine Kettmasche. Und drei Luftmaschen. Und dieses zähle ich wieder als ein Reliefstäbchen von vorne eingestochen. Hier haben wir ein Reliefstäbchen von hinten eingestochen. Ich häkel ein neues Reliefstäbchen von hinten. Hier ist ein Reliefstäbchen von vorne, ein neues Reliefstäbchen von vorne. Ein Reliefstäbchen von hinten. Ein Reliefstäbchen von vorne. Und das mache ich jetzt abwechselnd bis zum Ende der Runde. Dann beende ich die Runde wieder mit einer Kettmasche in der dritten Luftmasche und starte die nächste Runde genauso wie diese. Ich häkel jetzt erstmal ein bisschen weiter und wenn ich zurückkomme, sage ich euch, wie viele Runden mit Reliefstäbchen ich gehäkelt habe für das Bündchen. Ich habe 3 Runden Reliefstäbchen gehäkelt und somit sind jetzt Vorder- und Rückenteil fertig. Ihr könnt euer Bündchen natürlich auch länger machen, wenn ihr möchtet. Das soll ein Sommershirt werden, das heißt, ich möchte hier kurze Ärmel haben. Dennoch umhäkel ich hier meine Armausschnitte nochmal, weil ich es hier bei der Rundung, hier bei der Achselhöhe, etwas ordentlicher haben möchte. Wer lange Ärmel häkeln möchte, startet genauso, wie wir es jetzt gleich machen. Hier ist der Armausschnitt und wir haben jetzt hier Folgendes. Hier ist die Achselhöhe und wir haben eine Knospe rechts, 2 Knospen in der Mitte, eine Knospe links. Ich gehe zur rechten Knospe und vor dieser rechten Knospe habe ich noch ein Motiv mit den 2 Knospen. Und genau in diese Lücke dieses Motivs startet meine Runde. Ich steche in die Lücke hinein. Hole mir die Schlinge durch die Lücke nach vorne und häkel eine Luftmasche.
So, hier ist jetzt das erste Motiv mit den Knospen. Darunter ist das Dreieck. Ich werde natürlich mustergerecht wieder drei Runden mit Knospen starten. Somit starte ich hier jetzt wieder mit Knospen die Runde. Ich häkel die erste Knospe. Eine Luftmasche, um das Ganze abzusichern, zwei Trennungsluftmaschen und noch eine Knospe in derselben Lücke. Zwei Luftmaschen und mustergerecht häkeln wir jetzt ein Dreieck und das machen wir wie folgt. Hier ist die rechte Knospe und hier die Masche, die die Umschläge zusammenhält. Ich mache den Umschlag und steche in diese Masche hinein. Ich überspringe die nächsten zwei Knospen und gehe zur linken einzelnen Knospe. Und hier ist die Masche dieser Knospe. Diese Masche hält die Umschläge zusammen. In diese Masche steche ich hinein, hole den Faden durch die Masche und durch die Masche der ersten Knospe und häkel das Stäbchen fertig. Zwei Luftmaschen und das Ganze nochmal Umschlag. Hier ist die Masche der ersten Knospe. Ich steche wieder in diese Masche hinein und auch in die Masche der zweiten Knospe. Ich hole den Faden durch die zweite Masche und jetzt durch die erste Masche und häkel ein Stäbchen fertig. Und hier ist mein Dreieck. Wir haben die Knospen und das Dreieck. Und jetzt geht es mustergerecht weiter. Zwei Luftmaschen. Mein nächstes Motiv sind die Knospen. In der Lücke häkel ich neue Knospen. Die erste, zwei Luftmaschen und noch eine Knospe in derselben Lücke. Zwei Luftmaschen. Hier haben wir das Dreieck, wir häkeln ein neues Dreieck. Und so arbeiten wir die Runde fertig. Wir häkeln Knospen, wo wir Knospen haben, Dreiecke, wo wir Dreiecke haben. Das wiederholen wir jetzt bis zum Ende der Runde. Ich bin am Ende der Runde angekommen. Hier ist mein Dreieck. Jetzt die zwei Luftmaschen. Und ich beende die Runde mit einer Kettmasche in der Masche der ersten Knospe. So, und das war jetzt die zweite Musterrunde mit den Knospen. Also folgt nun eine dritte. Eine Kettmasche in der Lücke. Ich ziehe die Schlinge etwas länger und häkel die erste Knospe. Eine Luftmasche, um das Ganze abzusichern. Zwei Luftmaschen und nun die zweite Knospe in derselben Lücke. Zwei Luftmaschen und hier jetzt das Dreieck. Und wir arbeiten im Muster weiter bis zum Ende der Runde. Seht ihr? Und so haben wir jetzt hier, das ist die Achselhöhe, die zwei Knospen wieder zusammen und das sieht dann anständiger hier aus mit dem Armausschnitt. Bis zum Ende der Runde jetzt die Motive wiederholen. Ich bin am Ende der Runde angekommen, mein Dreieck ist gehäkelt, zwei Luftmaschen und ich beende die Runde wieder mit einer Kettmasche in der Masche der ersten Knospe. Die drei Runden mit den Knospen sind fertig. Wer jetzt weiter häkeln möchte, je nachdem wie lang euer Ärmel werden soll, startet jetzt mit dem Dreieck. Nun werden drei Runden mit Dreiecken gehäkelt. Also genauso wie hier beim Körperteil. Wir hatten drei Runden mit Knospen, drei Runden Dreiecke. Drei Runden Knospen, drei Runden Dreiecke. Also immer abwechselnd.
Das heißt, jetzt würden wir wieder starten mit einer Kettmasche in der Lücke. Drei Luftmaschen als Ersatz für ein Stäbchen, zwei Trennungsluftmaschen und noch ein Stäbchen in der Lücke. Wir arbeiten ganz normal unseren Musterrapport. Zwei Luftmaschen und hier jetzt wieder die Knospen. Und das macht ihr für insgesamt drei Runden. Und dann wieder abwechselnd drei Runden Knospen. Wer jetzt einen langen Ärmel häkeln möchte, arbeitet das Muster ganz normal. Also wie gesagt, abwechselnd drei Runden Knospen, drei Runden Dreiecke bis kurz vom Handgelenk. Dort macht ihr dann Abnahmen und ihr häkelt euer Bündchen fertig. Die Abnahmen gehen auch ganz einfach. Wir häkeln statt zwei Luftmaschen nur eine. Das zeige ich euch jetzt. Also wenn ihr dort angekommen seid, wo ihr eure Abnahmen häkeln möchtet, startet ihr wieder mit der Kettmasche und dann statt 5 Luftmaschen nur 4, also 3 Luftmaschen als Ersatz für ein Stäbchen, eine Trennungsluftmasche und ein Stäbchen in der Lücke. Dann eine Luftmasche statt 2. So, hier würden jetzt die Knospen reingehäkelt werden, also eine Knospe. Statt zwei Luftmaschen nur eine und dann die zweite Knospe. Und jetzt wieder nur eine Luftmasche. Hier folgt das Dreieck. Also ein Stäbchen, eine Luftmasche und noch ein Stäbchen. Und wieder eine Luftmasche, dann eine Knospe, eine Luftmasche, eine Knospe, eine Luftmasche, dann Stäbchen, Luftmasche, Stäbchen. Und das sind dann die Abnahmen. Das macht ihr, bis ihr die gewünschte Länge habt und dann häkelt ihr noch euer Stäbchen dazu. Ich mache jetzt erstmal meine Ärmel hier fertig. Es werden, wie gesagt, kurze Ärmel und dann häkeln wir unseren Halsausschnitt. Ich habe es für mich hier bei den drei Runden mit den Knospen belassen. Bündchen möchte ich nicht haben und somit sind meine Ärmel jetzt fertig. Das, was wir jetzt machen werden, ist den Halsausschnitt umhäkeln. Und das machen wir wie folgt. Ich gehe hier bei der Schulterpartie und starte in der Masche der zwei Knospen. Hier ist die Masche oben, die diese zwei Knospen zusammenhält. Das mache ich natürlich mit der braunen Farbe. Steche in diese Masche hinein, hole mir die Schlinge durch die Masche nach vorne und häkel drei Luftmaschen als Ersatz für ein Stäbchen. Jetzt arbeite ich übrigens mit der Nadel 3,5, weil ich meinen Halsausschnitt nicht zu eng haben möchte. Und da ich nur 100 Maschen angeschlagen habe, mache ich das mit der 3,5. In der großen Lücke drei Stäbchen häkeln. So, hier ist mein Dreieck, rechtes Stäbchen, linkes Stäbchen und hier die Masche, die diese zwei Stäbchen zusammenhält. Auch in dieser Masche ein Stäbchen. Hier ist die große Lücke, in der Lücke wieder drei Stäbchen. Hier ist die Knospe, in der Masche der Knospen wieder ein Stäbchen. Hier ist die nächste große Lücke, drei Stäbchen.
Hier ist das Dreieck. In der Masche des Dreiecks ein Stäbchen. In der großen Lücke wieder drei Stäbchen. Und das wiederhole ich jetzt bis zum Ende der Runde. Drei Stäbchen in jeder Lücke. In der Masche der Knospe ein Stäbchen. In der Masche des Dreiecks ein Stäbchen. Ich bin am Ende der Runde angekommen und beende die Runde mit einer Kettmasche in der dritten Luftmasche. So, wer möchte, kann das jetzt hierbei belassen mit der Runde mit den Stäbchen. Wer möchte, kann natürlich auch ein Bündchen häkeln. Und das macht ihr dann genauso, wie wir es hier beim Abschluss des Pullis gemacht haben. Das heißt, ihr startet dann wieder mit einem Reliefstäbchen von vorne eingestochen. Also werden von vorne die drei Luftmaschen umhäkelt mit einer Kettmasche und drei Luftmaschen. Und das zählt als ein Reliefstäbchen von vorne. Dann geht es weiter mit Reliefstäbchen von hinten. Und wieder ein Reliefstäbchen von vorne. Ein Reliefstäbchen von hinten. So, ich denke, ich werde für mich diese Runde noch fertig machen. Ich möchte kein großes Bündchen haben. Und dann ist mein Shirt auch schon fertig. Wer weitermachen möchte, beendet die Runde mit einer Kettmasche und startet die nächste Runde genauso wie diese. Ihr könnt euer Bündchen natürlich so lang oder so hoch häkeln, wie ihr möchtet. Ich mache das jetzt erstmal fertig und dann schauen wir, wie das Ganze aussieht. Ich habe jetzt hier eine Runde mit Stäbchen gehäkelt und eine Runde mit Reliefstäbchen. Und mein Shirt ist jetzt fertig. Ich finde, es ist wirklich wunderschön geworden. Es ist ein traumhaftes Stück für den Sommer, für den Frühling sowie für den Herbst. Ich hoffe, er gefällt euch auch. Ich bedanke mich wieder für eure Zeit. Bitte nicht vergessen, unterstützt den Kanal mit einem Like, mit einem Abo, mit einem Kommentar, denn so erweitert sich die Reichweite und YouTube schlägt das Video auch Leuten vor, die den Kanal noch gar nicht kennen. Und somit können auch andere Menschen sich daran erfreuen. Das ist Sinn und Zweck der Sache. Ich bedanke mich bei euch, habt ganz viel Spaß und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.